Unser Leben besteht aus verschiedenen Abschnitten. Wir werden als Säuglinge geboren, entwickeln uns zu Kindern, erreichen Reife und erweitern diese Reife um mehr Lebenserfahrung. Die prägendste Zeit jedoch ist die Kindheit. Hier sammeln wir die ersten Erfahrungen im Leben, sei es aus eigenen Handlungen, Erlebnissen oder aus dem, was andere Menschen uns vorleben. Diese Erlebnisse beeinflussen unsere Vorstellung über richtig und falsch, unsere Charakterzüge und Gewohnheiten, die wir tagtäglich vollziehen. Man kann sagen, die frühe Kindheit legt den Grundstein für unsere Persönlichkeit. Beim Propheten sallallahu alaihi wasallam war es nicht anders. Er durchlebte diese Lebensabschnitte genau wie wir. Ihn trafen schöne Momente, aber auch schwere. Schließlich war auch er ein Mensch, der Erfahrung sammelte. Doch welche Ereignisse waren es, die ihn sallallahu alaihi wasallam zum besten Menschen und einem strahlenden Vorbild für uns formten? Blicken wir einmal zurück in die ersten Lebensjahre nach der Geburt des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Bei den Mekkanern war es ein Brauch, ihre Säuglinge für eine gewisse Zeit in der Wüste aufwachsen zu lassen. Das einfache Leben der Beduinen sollte die Entwicklung des Körpers und der Seele fördern. Zudem lernten die Kinder die arabische Sprache in reinster Form, wie sie in Mekka nicht gesprochen wurde. So beschloss auch die Mutter des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, den kleinen Mohammed, dessen Vater bereits vor seiner Geburt verstarb, einer Stillamme zu übergeben. Es war wieder die Zeit gekommen, in der sich viele Frauen auf den Weg nach Mekka machten, um fremde Säuglinge aufzunehmen. Eine von ihnen war Halima al-Sa'diyah. Sie reiste mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Sohn Abdullah. Sie hielten Ausschau nach einem Kind, durch das sie sich eine gute Beziehung zu einer wohlhabenden Familie erhofften. Die Situation, in der sie sich befanden, war schlecht. Sie hatten eine alte Kamelstute, die keinen Tropfen Milch mehr gab. Der Esel, auf dem sie ritten, war alt und schwach. Nachts konnten sie nicht schlafen, weil ihr Kind vor Hunger weinte. Nach einer anstrengenden Reise kamen sie endlich in Mekka an. Die meisten Mitreisenden waren schon früher angekommen und hatten bereits Säuglinge in ihrer Obhut, sodass nur noch ein Kind übrig blieb. Dieses Kind wollte aber niemand haben, da sein Vater bereits verstorben und sein Großvater in einem hohen Alter war. Was könnte ein alter Mann ihnen denn schon bieten? Ohne mit einem Kind zurückzukehren, war für Halima jedoch keine Option. Weshalb sie sich zuletzt doch entschied, den kleinen Mohammed sallallahu alaihi wasallam mitzunehmen. Sie sagte zu ihrem Mann: "Bevor ich ohne Kind zurück in die Wüste gehe, nehme ich lieber das Waisenkind." Ihr Mann stimmte ihr zu. Bei der Übergabe berichtete ihnen Amina über die wunderlichen Träume, die sie vor der Geburt ihres Kindes hatte, und bat sie darum, gut Acht auf ihren Sohn zu geben. "Er ist kein gewöhnliches Kind", sagte sie zu ihm. Und diese Aussage sollte sich nach kurzer Zeit bewahrheiten. Nachdem jede Frau ein Säugling aufnahm, begaben sie sich alle auf den Rückweg. Als Halima Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Stillen an ihre Brust legte, merkte sie, wie viel Milch sie auf einmal hatte. Auch ihr eigener Sohn konnte nun genug trinken und endlich einschlafen. Ihr Mann war verblüfft, als er bemerkte, dass die alte Kamelstute plötzlich wieder Milch gab. Dadurch konnten sie nun auch ihren Durst stillen. Ihr Esel, der stets zurückblieb, war jetzt so schnell, dass er die anderen überholte. Ihre Begleiter waren verwundert und konnten kaum glauben, dass es der gleiche Esel war, mit dem sie nach Mekka ritten. Ihre Erschwernis hatte ein Ende. Halimas Mann sprach zu ihr: "Bei Allah, du hast ein gesegnetes Kind aufgenommen." In ihrer Heimat angekommen, verbesserte sich ihre Situation von Tag zu Tag. Mohammed wuchs heran wie kein anderer Junge und war bereits ein kräftiges Kind. Er war für Halima mehr als nur ein Ziehsohn. Sie liebte und behütete ihn wie ihr eigenes Kind. Dennoch gab es etwas, das Halima traurig machte. Schon bald würde der kleine Junge sie verlassen und zu seiner Mutter heimkehren. 2 Jahre lang erfuhren sie den Segen Allahs, bis sie ihn zurück zu seiner Mutter brachten.
In Mekka angekommen, erfuhren sie, dass die Stadt von der Pest betroffen war. Aus Sorge um die Gesundheit Mohammeds sagte Halima zu seiner Mutter: Ich fürchte, ihm könnte etwas zustoßen. Lass mich ihn für noch eine Weile mitnehmen. Schweren Herzens, jedoch mit dem Wissen, dass es das Beste für ihr Kind ist, willigte Amina ein und Halima durfte Mohammed a.s. wieder mit nach Hause nehmen. Eines Tages, während Halimas Sohn mit Mohammed spielte, passierte etwas Merkwürdiges. Zwei Männer in weißen Gewändern kamen auf sie zu, packten Mohammed, drückten ihn auf den Boden und öffneten seine Brust. In einem Hadith wird berichtet, es waren zwei Engel, die sein Herz entnahmen und einen Blutklumpen daraus entfernten. Das war der Anteil des Shaitan in dir, sagte der Engel Jibril a.s. Danach wuschen sie sein Herz und legten es wieder in seine Brust. Abdullah lief vor Schreck nach Hause und berichtete seiner Mutter: O Mutter, sie haben Mohammed ermordet! Völlig beängstigt eilten beide wieder zurück zum Ort des Geschehens. Mohammed lag immer noch auf dem Boden, doch sonst war niemand anders zu sehen. Halima kontrollierte seine Brust und konnte keine Verletzung feststellen. Lediglich ein Licht strahlte aus seinem Gesicht. Durch dieses Ereignis breitete sich bei Halima die Furcht aus, dass wenn ihm etwas zustoßen würde, sie dafür verantwortlich wäre. Deshalb beschloss sie, so schwer es ihr auch fiel, ihn baldmöglichst zu seiner Mutter zu bringen. Dann, als Mohammed etwa 4 bis 5 Jahre alt war, brachte Halima ihn zurück zu Amina. Endlich kamen Mutter und Kind nach so langer Zeit wieder zusammen. Sie genossen jeden einzelnen Tag zusammen. Nach einer Weile beschloss Amina, ihre Verwandtschaft in Yathrib, Medina, zu besuchen. Sie bereiteten sich auf die mehrtägige Reise vor und machten sich mit einer kleinen Gruppe auf den Weg. Einer ihrer Begleiter war die etwa 12-jährige Umm Ayman. In Medina angekommen, wurden sie herzlich empfangen. Hier lernte Mohammed seine Onkel und Tanten kennen, fand neue Freunde und lernte sogar zu schwimmen. Mutter und Kind verbrachten eine schöne Zeit. So schön die Tage auch waren, vergingen sie doch schnell und sie mussten sich allmählich auf die Rückreise vorbereiten. Sie verabschiedeten sich von ihren Verwandten und machten sich mit einer Gruppe von Menschen auf den Weg. Unterwegs erlitt Amina eine Krankheit. Als sich ihre Situation verschlechterte, hielten sie in der Nähe des Ortes Abua an, um zu rasten. Die Karawane zog weiter. Nur Umm Ayman blieb mit ihnen zurück. Amina wurde immer schwächer. Mohammed war sehr besorgt. Mutter, was ist nun mit dir passiert? Fragte er. Mein liebster Sohn, mich hat eine Krankheit getroffen. Diese Krankheit ist der Tod, antwortete sie. Wie kann sich ein Kind den Tod schon vorstellen? Mohammed fragte sie. O Mutter, heißt das etwa, dass du so sein wirst wie Vater? Weinend umarmte Mohammed seine Mutter und Amina verstarb in den Armen ihres Sohnes und wurde vor Ort begraben. Umm Ayman, die selbst noch sehr jung war, schenkte Mohammed Trost. Sie war es, die sich um ihn kümmerte, bis sie wieder in Mekka ankam. Abdul Muttalib, dem die Nachricht bereits erreichte, erwartete sein Enkelkind schon. Ab diesem Zeitpunkt lebte Mohammed im Haushalt seines Großvaters. Abdul Muttalib liebte ihn so sehr, dass er ihn auf seinen Schultern trug. Wohin er auch ging, durfte Mohammed mitkommen. Sogar an wichtigen Sitzungen der Führungsleute durfte er mit dabei sein. Leider hielt auch diese Zeit nicht lange an. Als Mohammed 8 Jahre alt war, erkrankte Abdul Muttalib plötzlich und lag kurz darauf im Sterbebett. Doch was wird nach seinem Tod aus Mohammed? Er musste sicherstellen, dass gut auf ihn geachtet wird. Weshalb er Abu Talib von seinen Söhnen auserwählte, die Verantwortung für ihn zu übernehmen. Abu Talib war nicht der wohlhabendste, aber mit Abstand der barmherzigste seiner Söhne. Auch seine Frau Fatim liebte Mohammed sehr und zog ihn sogar ihren eigenen Kindern vor. Mohammed nannte sie liebevoll Umm Ba'd Ummi, Mutter nach meiner Mutter. Abdul Muttalib hatte die richtige Entscheidung getroffen. So verliefen die ersten Lebensjahre des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Was für eine schwere Kindheit er doch hatte, in der er eine Bezugsperson nach der anderen verlor. Auch wenn dies für ein Kind schwer ist, hatte es die Persönlichkeit von Mohammed nur gestärkt. Er spürte früh, wie vergänglich dieses Leben war.
Mit diesen Erschwernissen formte ihn Allah subhanahu wa ta'ala und bereitete ihn auf seine Aufgabe als Wegweiser und Vorbild für sein Volk vor. Er subhanahu wa ta'ala hat stets den besten Plan für uns alle. Manchmal kann etwas, was uns traurig macht, sich im Nachhinein als etwas Gutes erweisen. Und wenn das Gute uns nicht in diesem Leben erreicht, wird es gewiss vervielfacht am jüngsten Tag auf uns zukommen. Deswegen sollten auch wir nicht gleich verzweifeln, wenn uns etwas Schlimmes widerfährt. Allah prüft die, die er liebt. Und die, die er am meisten liebt, prüft er am schwersten. Geduld und das Festhalten an Allahs Dien sind die einzige Möglichkeit, erfolgreich aus dieser Prüfung zu gehen. So sagt Allah im edlen Koran: Wahrlich, ihr habt an den Gesandten Allahs ein schönes Vorbild für jeden, der auf Allah und den letzten Tag hofft und Allah häufig gedenkt.